Informationen zur freien Trauung mit Trauredner Peter Brox. Willkommen auf der Hochzeitsmesse online auf unserem Stand. Ich möchte Ihnen viele Informationen zur freien Trauung zur Verfügung stellen. Wenn Sie schon fertige Bilder oder Ideen im Kopf haben, ist das wunderbar, die können wir zur Realität werden lassen. Wenn Sie noch ganz am Anfang stehen und sich mit dem Thema freie Trauung noch nicht befasst haben, dann kann ich Ihnen einige interessante Aspekte vorstellen. Die Themen sind wie folgt gegliedert und im Zeitstempel in der YouTube-Beschreibung versehen, sodass Sie dort hinspringen können, wo Sie noch zusätzliches Wissen benötigen. In Ihrer Wunschlimousine oder wie hier in einer Aschenputtelkutsche erreichen Sie den Trauer. Häufig wird in der Trauung im ersten Teil nach dem Einzug der Braut die Kennenlerngeschichte von mir vorgetragen. Hierzu geben Sie mir ein paar Stichpunkte und die Kontakte zu ein oder zwei Personen aus Ihrem Freundes- oder Familienkreis, um mir andere Blickwinkel auf Sie zu ermöglichen. Dann schreibe ich Ihnen eine unvergessliche Rede. Eine Prise Humor darf natürlich nicht fehlen. In der Zeremonie werden sogenannte Rituale mit eingearbeitet. Ich stelle Ihnen viele solcher Rituale zur Verfügung, aus denen Sie sich dann eine bestimmte Anzahl je nach dem Umfang Ihrer Trauung aussuchen können. Diese Rituale werden aus unterschiedlichen Zeitpunkten in den Ablauf integriert. Was ist ein Ritual? Es gibt Rituale, die die Gäste mit einbinden, Schatzkiste oder sehr beliebt als Ritual für die freie Trauung ist, Segnung der Ringe durch die Gäste. Die Eheringe werden auf ein Band aufgefädelt, das vorher durch die Gästereihen gelegt worden ist. So reichen die Gäste die Ringe von hinten nach vorne weiter und senden sozusagen in Gedanken gute Wünsche für das Brautpaar an die Ringe. Es gibt Rituale, die nur von Ihnen als Brautpaar ausgeführt werden. Zum Beispiel das Sandmischen, passend zu Ihrem Farbmotto. Beim Knotenritual werden die Hände des Brautpaares von mir durch ein Seil miteinander verbunden und mit Wünschen gesegnet. Oder Rituale, welche ich als freier Trauredner vortrage. Die Hochzeitskerze spricht. Eine Hochzeitskerze können wir nach den Schriftzügen und Ornamenten Ihrer Einladungskarte herstellen. Bei YouTube habe ich ein Video dazu gemacht, der Link ist in der YouTube-Beschreibung. Sollten Sie schon ein Ritual kennen, was Sie gerne in Ihrer Trauung hätten, super, bitte notieren, mich ansprechen, das können wir gerne mit aufnehmen. Im Zuge der Gleichberechtigung können Sie auch als Bräutigam heutzutage einen modischen Akzent setzen. Weniger ist mehr, setzt auch bei Männern ein Hingucker, oder? Lieder lassen sich so viele einbauen, wie Sie möchten. Häufig werden 3 bis 4 verwendet. Einzug und Auszug und 1 oder 2 während der Trauung. Hierfür organisieren Sie einen Sänger oder DJ oder ein Piano, je nachdem, was Ihnen gefällt. Die klassischen Worte "Ja, ich will" können Sie auf unterschiedliche Weise sagen. Entweder als Antwort auf meine Frage, und so frage ich Sie, Frau Laura, möchten Sie mit Herrn Stefan? Oder Sie tragen, wie es Ihrer Persönlichkeit entspricht, ein Eheversprechen in der Trauung eigenständig vor. Es lässt sich alles in der Trauung mit mir umsetzen und verwirklichen, wie Sie es sich wünschen. Falls es in Ihren Familien oder im Freundeskreis Personen gibt, die sich gerne mit einbringen, ist das selbstverständlich in jeglicher Form möglich. Eine freie Trauung lässt sich an jedem Ort durchführen. Einzige Voraussetzung an dem Ort müssen die von Ihnen gewünschte Anzahl an Gästen unterkommen können. Gut wäre es auch, wenn ein Dach über dem Kopf in der Nähe wäre, falls das Wetter an Ihrem Tag nicht optimal ist. Aber das ist keine Pflicht. Ein solcher Anblick in einer Zeremonie ist natürlich traumhaft. Halt, stopp! Hat jemand ein Foto von dem Kreuzfahrer gemacht? Danke. Wir wechseln symbolisch zum Schiff. Zum Beispiel im Hotel oder wie hier auf einem Schiff in einem wunderschönen Mahagonisaal. Trauung und Flitterwochen in einem. Oh,
schauen Sie zum Bullauge aus der Hochzeitsvie. Wir sehen eine Landhochzeit beim Fotografieren. Ortswechsel, wie wäre es in einem Amphitheater oder bei Ihnen in der Nähe im Freilichttheater? So könnte Ihre Hochzeit aussehen. Bei Ihnen im Gartenzelt. Oder an einem der vielen schönen Event-Locations, die in den letzten Jahren errichtet wurden. Schauen Sie sich auch gerne die anderen beiden Videos zum Rahmenprogramm an. Sektempfang-Varianten, Ballons und oder Tauben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen der anderen Videos. Sie sehen, es gibt nahezu keine Grenzen, Ihre Träume zu verwirklichen. Über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, dass Sie mit Ihren Ideen und Vorstellungen auf mich zukommen und bin gespannt, in welcher Form wir die freie Trauung planen und erleben werden. Ich wünsche Ihnen viele Anregungen und Inspirationen für Ihre Hochzeit auf den vielzähligen Ständen meiner Kollegen hier auf der Hochzeitsmesse online und ich freue mich darauf, Ihre Hochzeit zur Realität zu machen. Bis später, Ihr Peter Brox. Thank you.